Lars, wie viel Uhr ist es? Also, der kleine Zeiger ist auf der 12. Und der große ist auch auf der 12. Dann ist es 12 Uhr. Der große Zeiger zeigt immer die Minuten an und der kleine die Stunden. Und wenn der große auf der 12 ist, dann heißt es, dass es die volle Stunde ist. Ach so. Ja, dann können wir noch etwas spielen. Ja. Na, kleiner Bruder, und wie viel Uhr ist es jetzt? Ich bin nicht dein kleiner Bruder. Wir sind Zwillinge und du bist nur eine Viertelstunde älter als ich. Dann weißt du ja, wie viel Uhr es jetzt ist. Viertel nach 12? Richtig. Wenn der große Zeiger auf der 3 steht, dann ist es Viertel nach. Essen ist fertig. Oh, jetzt müsste es 12:30 sein. Zeit zu essen. Ja, richtig. Der große Zeiger ist jetzt auf der 6 und der kleine ist ungefähr immer noch bei der 12. Das heißt 12:30. Ich glaube, wir haben ganz schnell gegessen. Das war lecker. Aber du hast recht, wir haben nur eine Viertelstunde gegessen. Guck mal auf die Uhr. Also, der kleine Zeiger ist jetzt etwas weiter gewandert, aber noch bei der 12. Und der große, der ist jetzt bei der 9. Genau, wenn der große Zeiger auf der 9 steht, dann ist es Viertel vor. Viertel vor 1 ist es jetzt. Ach so, heute habe ich jede Menge gelernt.